So, willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Komischerweise sind jetzt irgendwie ein paar Kisten und Holzblöcke blau. Ich habe keine Ahnung warum. Aber hey, da bauen wir uns eben ein blaues Haus. Hier mit diesen blauen Blümchen. Okay, ja, im letzten Part haben wir das Grundgerüst gesetzt von unserem Haus. Wo ist denn das nochmal? Hier ist es genau. Die Kühe, die schauen es auch schon sehr neugierig an. Moment, ist die Musik... Ja, die Musik ist viel zu laut, Moment. So, jetzt. Gut, ich habe gerade ein paar Raps gehört, deswegen ist die Musik ein bisschen laut. Okay, ich muss mich jetzt wieder hineinfinden. Ich hab eine gute Woche, glaube ich, nicht mehr aufgenommen. Alles so gut. Ich glaube, das Gerüst ist ein bisschen zu klein, ne? Na komm, was hat sich der Kevin im letzten Part gedacht? Weg damit! Und du gehst auch weg. Na toll. Ein Schlag und die Axt ist kaputt. Super. Naja, macht nichts. Halt, Moment, ich sollte es vielleicht abmessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das sind 8. Aber mir wären 10 lieber als 8. Deswegen, ja, ich brauche eh eine neue Axt für neues Holz. Deswegen mache ich mir jetzt einfach mal eine. So, ich glaube, das ist irgend so ein Texturenfehler damit, weil die Holzblöcke jetzt alle blau sind. Naja, jetzt habt ihr gerade mein Mausgeklick hier gehört. Ich glaube, das hört man sogar im Nebenpart. Seitdem ich hier wieder diese scheiß Kabelmaus habe, ich brauche wieder so eine stille, leise eine stille, leise Drahtlosmaus. So wie früher, da hat man jedes geklickt, das kommt nicht gut. Also gut, jetzt brauchen wir Erde. Ach, wie schön, noch eine coole Musik. Moment, spiele ich auf Easy? Nein. Weil ich habe mich gerade gewundert, weil ich da unten Nahrung irgendwie... Hunger habe, meine Güte. Man merkt, dass ich lange nicht mehr aufgenommen habe. Ich kann mich nicht mehr gescheit ausdrücken. Ich kann mich nicht mehr gescheit ausdrücken. Außerdem bin ich gerade aufgestanden. Und hab vorher geschlafen. Ich weiß, ich kann vielleicht nicht gut singen, aber ich platziere jetzt das Haus. Wir bauen unser neues Zuhause jetzt auf dieser Welt auf. Ich hoffe, wir finden mehr neue interessante Orte. Ich bin bereit. Jetzt bauen wir unser Haus auf. Ich hoffe, ich gehe aber nicht drauf. Denn ich gehe bald, keine Ahnung hin. Ach, das ist eine meiner absoluten Lieblingsmusik. Musiks ist der Plural von Musik. Musiks. Was ist eigentlich der Plural von Musik? Hey, ich habe mir gestern zwei neue Musiks runtergeladen. Also gut, ich baue es jetzt erstmal so. Wir können es ja jederzeit erweitern. Das ist hier erst einmal so ein kleines Grundelement. Und wir werden das auch erweitern, sicherlich. Aber ich glaube, es dauert auch wieder 50 Parts, wie mit dem alten Haus. Gut, ich hätte den Ausgang gerne hier am Meer, oder? Hier am Wald. Hm, also ich muss jetzt ein bisschen rechnen. Oh, die Musik ist aus, schade. Die war so schön. Na, die taugt mir nicht so, weg damit. Irgendwie allgemein finde ich die Anno-Musik sehr schön. Also Kompliment an die Entwickler der Anno-Musik. 4, 5, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay. Was ist der Mittelwert von 10? Der Mittelwert von 10 ist 5 und 6, ne? 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, hier können wir eine Doppeltür dann später einbauen. Hier kommen wir dann rein. Wir können ja hier das wieder, wie gesagt, hier nach oben erweitern. Hier in den Wald rein, da müssen wir halt noch ein bisschen Terraforming betreiben. Und wenn wir ganz
verrückt sind mit dem Bauen, dann können wir das bis hier hinbauen. Da haben wir hier ein großes Haus hier mit der Sicht auf den Dschungel und hier hinten auf dem Mischwald. Ja, ich glaube, das mache ich. Das kommt ganz gut. Okay, zunächst baue ich es einfach mal um 5 Blöcke Höhe. 2, 3, 4, 5. Au! 2, 3, 4, 5. Ach ja, übrigens muss ich heute Schach spielen, also kann ich heute nicht so viel aufnehmen. Ich muss heute Mannschaftskampf machen. Das ist so, als würde Bayern gegen Augsburg spielen. Natürlich wird Bayern gewinnen. Verdammt! Weg damit! Nein! Ah, das wollte ich gar nicht. Oh Gott. The Blue House. My house. I have a blue house with a blue window. Blue is the color I talk in around. Blue are the streets and now the trees are blue. I have a girlfriend and she's all blue. Ich weiß, ich kann nicht singen. Ich werde auch jetzt damit aufhören. Bevor ihr noch abschaltet. Gut, dann hier, 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 hier. Wir können es ja... Moment, ich glaube, das baue ich lieber aus Steinen. Ich glaube, Steine sehen besser aus. Ich hole mir jetzt ein paar Steine. Moment. Dann muss ich das ganze Holz wieder wegklatschen. Toll. Naja, aber das ist hier ein bisschen probieren, ne? Ja, sieht bis jetzt ganz gut aus, das Gerüst. Wie gesagt, das können wir ja noch erweitern. Hier können wir noch einen Weg nach unten zum Meer hinbauen mit einem kleinen Steg und so. Das können wir dann können wir hier einen kleinen Übergang machen, so einen, ja, so einen kleinen Damm oder sowas. Dann können wir hier hinten was bauen noch. Hier am Mischwald, dann so ein Holzlager oder sowas, wo wir unser Holz immer hinbekommen. Und hier haben wir ja auch noch einen schönen Dschungel. Ich möchte ihn gar nicht abreißen, weil der sieht so schön aus. Also das Blau stört mich ein bisschen, das ist wahrscheinlich ein Texturenfehler. Aber ein bisschen Blau hat noch niemandem geschadet. Dann werden wir halt ein bisschen Blau machen. Oh, oh Gott. Da muss ich später so ein Trommeldings reinbauen. Also zunächst brauchen wir eine Spitzhacke für mehr Steine. Ach, ich würde jetzt so gerne ein paar Sachen verzaubern, aber wir haben leider unseren Zaubertisch in der alten Welt. Aber später möchte ich diese Welten mit einem Portal mit der alten Welt verbinden, so wie der Gronkh es gemacht hat. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Damit wir jederzeit halt zurück können, ohne ständig diesen Umweg durch das Meer zu laufen. Verdammt, wir brauchen mal wieder neues Eisen, ne? Dammit, ich habe jetzt gedacht, das reicht jetzt für eine bestimmte Zeit, aber so viel Werkzeug, wie ich mir crafte, da geht das halt schnell weg. Alles ist blau oder hat eine blaue Färbung irgendwie. Naja, egal. Ach, es wird Nacht. Ja, auch mal schön. Also gut, ich schalte die Monster wie gesagt noch nicht ein. Erst wenn ich fertig bin mit dem Bauen. Zunächst möchte ich noch ein paar Kampfstones sammeln. Ich glaube, na, soll ich dafür in eine Höhle gehen? Was ist denn das hier? Wahrscheinlich nichts Wichtiges. Ach schön. Hey Bambus. Ach, das haben wir ja in zwei Parts, glaube ich, auch gesehen. Nehme ich das einfach mal mit. Moment, ist das Clay? Ist das Clay? Ist das Clay? Ja, das ist Clay. Cool. Das ist Clashes Clay von Julians Block. Jetzt aber bau dich ab. Halt, Moment, muss man das mit der Schaufel machen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe Clay ewig lange nicht mehr abgebaut. Halt, Moment, das ist Stein, oder? Tatsache, das ist nur Stein, verdammt. Aber hier ist doch bestimmt irgendwo noch Clay, oder? Hey, hier ist Eisen. Cool. Hoffentlich ersticken wir jetzt nicht, während wir das abbauen. Okay. So, es ist wieder Nacht. Ach, wie schön. Oh Gott, ich sollte nicht so weit weggehen, sonst werden wir unser Paradies nie wieder finden. Es wird dann für immer verloren sein. Und wir haben die Arschkarte gezogen. Das darf nicht passieren. Nein. Okay, ja. Ach, ich habe übrigens immer noch keine Schafe gefunden. Ich glaube, wir müssen auch mal wieder wirklich nach Schafsuche gehen. Wenn wir drauf gehen, dann haben wir ein Riesenproblem. Andererseits möchte ich natürlich auch zunächst ein paar Steine sammeln. Ach, die Musik ist auch wieder cool. Die ist von Siedler 4, das weiß ich. Geh weg, Emma!
Ja gut, dann machen wir in dem Part eine kleine Erkundungstour. Kann ja auch nicht mehr schaden. Ich dachte, das wäre Holz. Aber das ist nur ein Schwein. Ein holziges Schwein. Mit einer Holztextur. Was ist denn das hier? Puh! Gott, ich muss aufpassen, wo ich hinlaufe. Und ich darf nicht so weit hin... ich darf nicht so weit weglaufen, weil sonst... ich habe nur eine begrenzte Aufnahmezeit und wenn ich dann, während wir weg sind, beende, werde ich im nächsten Part keine Ahnung haben, wo es lang geht. So, was ist das hier? Sieht aus wie ein... Ah, oh, das sieht ja super aus. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Das ist sowas mit solchen kleinen Seen, das haben häufig immer Sumpfbiome, aber dass es einen Laubwald hat, habe ich auch noch nie gesehen. Also wir haben echt eine super... Hey, super. Hier können wir Cobblestones farmen. Gut, dann fangen wir an. Jetzt muss ich euch wieder ein bisschen unterhalten. Das fängt schon mal gut an. Was ist denn das? Oh Gott, diese Textur, die sieht total buggy aus. Habe ich denn ein paar Fackeln, damit ich die Texturen unterscheiden kann? Ja. Oh je, das ist alles Erde. Okay. Alles blaue Erde. Na gut, dann gaben wir uns hier halt ein bisschen was rein. So, hier können wir auch wieder, wenn wir Steine brauchen, wie in unserer alten Welt hinkommen. Wenn ich sowas in meiner Let's Show Welt baue, also so, wenn ich, Moment. Also wenn ich, Gott, wie drücke ich das jetzt aus? Okay, wenn ich Cobblestones in meiner Let's Show Welt brauche, dann gehe ich eigentlich immer zu meinem Lagerhaus und kratze mir da ein paar Steine raus, aber ich habe ja mein Lagerhaus inzwischen schon alle komplett befreit von dem Berg. Daher, bräuchte ich eine neue Cobblestone-Sammelstelle, aber durch dieses ganze Abebenen des Lagerhauses habe ich jetzt schon so viele Cobblestones, dass ich damit wahrscheinlich schon 20 Truhen voll habe. Ja. Boah, jetzt habe ich was im Hals und meine Stimme hat sich verändert. Hallöchen, hier spricht Yanka Kakimoto. Leider wurde mein Kanal umbenannt in Yanka 2.0 wegen diesem Kevin. Ich hasse ihn und ich werde ihn eines Tages töten. Bitte grüßt ihn mit freundlichen Grüßen, Yanka Kakimoto. Ach, wieder so eine geile Musik. Soll ich wieder singen? Nein, nein, Kevin, bitte sing nicht, nein! Ich werde... Oh Mann. Ach, mal schauen. Ich schaue mir die Aufnahme nach. Und wenn es cool kam mit dem Singen, dann werde ich es öfters machen. Und wenn nicht, dann nicht. Ich sammle jetzt ein paar Cobblestones ein für unser Heim. Ja, was ist das? Das ist Gravel. Das bräuchten wir für einen Weg. Aber, oh mein Gott, ich dachte gerade, dass es hier eine Höhle wäre. Oh, Sand? Zu jeder Bestellung erhalten Sie gratis eine Handvoll Sand. Oh, jetzt haben wir hier ein fettes Loch gegraben. Oh, was ist das? Ich dachte gerade, dass es da wieder eine Höhle wäre. Ich glaube, die Cobblestones müssten fürs Erste reichen. Was ist denn das eigentlich? Achso, das ist Kies. Oh Gott. Ich dachte, es sieht für mich aus wie ein Eisenblock irgendwie. Gut, wie geht's jetzt heim? Verdammt. Na, jetzt komm. Oh Gott. Nicht gut. Ich habe vergessen, wo es lang geht. Kurzzeitgedächtnis. Okay, hier ist das braune Schwein. Verdammt, hier ist nochmal ein... Nee, das ist eine Kuh. Scheiße, ich habe mich echt verlaufen jetzt. Das kann doch gar nicht sein. Ich hab mich verlaufen, das kann nicht sein. Ah ja, ich seh's jetzt, unser getreutes Heim. Jetzt gehen wir heim und legen uns ins Bett rein. Aber wir haben gar kein Bett. Also gut, dann muss ich das heute tatsächlich wieder abreißen. Super. Aber zuvor lege ich das Ganze noch in den Ofen, während wir das abholzen. So. Ah, es ist schon fast halb. Also halb in der Uhrzeit, meine ich. Um 3:15 muss ich los, weil... Um 4 wird's ernst. Dann spiele ich Schach.
Gegen kleine Kinder. Ja, ihr habt's erfasst. Ich spiele gegen kleine Kinder. Ihr müsst gar nicht fragen, in welcher Liga wir spielen. Eine kleine Liga da in ihre Mannschaft kommen, naja. Aber sogar im Schach können kleine Kinder richtig starke Leute besiegen, weil es ist hier nicht im Fußball, wo ein Körper sicher Vorteil besteht. Ich hab mal gegen einen 6-jährigen Schach verloren. Der war auch sehr gut, also ich hatte keine Chance gegen den. Und Schach kann man sogar spielen, wenn man 90 Jahre alt ist, von mir aus. Also bei mir im Schach, da sind, ja, ich sage mal 60% aller Mitglieder alte Leute über 40 mindestens. Das ist, ja, aber es macht trotzdem Spaß, weil die sind echt nett. Jetzt mache ich hier Werbung für Schach, toll. So, ich crafte mir jetzt einfach mal einen zweiten Ofen, damit wir hier mehr Sachen gleichzeitig schmelzen können, damit das Ganze schneller geht. Ach, wieder diese Maya-Musik. Die Welt ist nicht untergegangen, ihr Mayas. Ihr braucht mich jetzt nicht mit euren Kriegstönen zu nerven. Wow, während wir das abgeholzt haben, wurden nur 9 Blöcke geschmolzen. Das ist dann wieder super. Also gut, dann kommt hier das restliche Cobblestone hier rein. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Du hältst die Klappe, ja? Was willst du? Ja, was willst du? Was guckst du? Was guckst du? Hast du Stress oder was? Du guckst ja immer noch. Sag mal, bist du schwul oder was? Ja, was willst du? Hey, die ist schlau, die weiß, wie es hochgeht. Schubst mir sogar mal runter. Bat 6 wird verkauft. Ja, ich bin so böse. Ich verbreite Gewalt auf dieser Welt. Und die Sonne geht. Achso, jetzt ich weiß, was wir machen können. Grunz, das ist unser Speideschwein. Wir haben gar keinen Weizen. Na gut, dann. Wenn hier das Ganze gebraten wird, mache ich mir eine Hau. Aus Eisen ist zwar eine kleine Verschwendung, aber was soll's. Da müssen wir halt keine neuen Eisendinger mehr verschwenden, wenn wir die Objekte alle haben. Und jetzt fange ich an, die Karotte zu pflanzen. Ich muss mir den Ort merken. Ich glaube, ich platziere hier eine Fackel hin, damit ich weiß, wo es ist. Nein, nicht so. Erstmal hier das ganze Zeug hier weg. Falls ich da nicht drauf falle, weil sonst geht das Feld kaputt. Und das ist schlecht so. Okay, und jetzt hier eine Fackel hin. Zack, zack, zack. Oder mehrere, ist ja egal. Okay, dann baue ich hier noch ein paar Seeds. Ich glaube, wir haben bestimmt noch ein paar Seeds übrig. Ach, es fängt zum Regnen an. Ist auch mal wieder schön. Okay, warum habe ich das mit der Spitzhacke? Stell ich mal vor, mit der Spitzhacke ein paar Samen abzubauen. Verdammt, der Samen. Da geht der Samen doch kaputt. Naja. So, jetzt haben wir hier ein kleines Feld improvisatorisch gebaut. Hier können wir auch die ganzen Samen reintun, die wir gesammelt haben. 3, 4, 5, 6, 7. Ach verdammt, ein Feld zu wenig. Na gut, dann hier. Zack, und hier das Ganze hin. Okay. Ja, die scheinen schon zu wachsen. Das fängt mir schon mal super an. Dreckswetter. Ich brauche einen Unterschlupf. Einen Regenschutz meine ich. Gehen wir unter den Baum, dann werden wir nicht nass. So, jetzt warten wir, bis es fertig geregnet hat und unser Stein fertig gebraten ist. Ich hab auch mal Lust, jetzt in den Dschungel zu gehen. Da gibt es bestimmt einen Tempel. In mindestens einem Dschungelbiom gibt es mindestens immer einen Tempel. Glaube ich zumindest. Ich glaube, im nächsten Part gehe ich in den Dschungel und erkunde eine Pyramide oder ein Dschungeltempel. Da kriegen wir auch ein paar Mossstones. Die können wir auch irgendwie einbauen. Ich weiß zwar nicht wo, aber die können wir bestimmt irgendwo noch gut verwenden. Okay, hier noch die Blümchen weg. Wir können ja währenddessen den Boden hier machen. Normalerweise mache ich den immer aus Wolle, aber da die Schafe gerade ausgestorben sind, muss ich jetzt auf Holz zurückgreifen.
Unfreiwillig natürlich. Na, jetzt aber. Gleich haben wir's. Sind denn nur 100 Blöcke? Nee, das sind 9x9, das sind 81 Blöcke. Okay. Mensch, ich bin voll der Mathe-Nerd. Ich bin in der Mathe-Klasse in der Schule und jetzt rede ich hier in meinem Let's Plays über Mathe. Ich bin voll der Freak. Das gibt's doch gar nicht. Und in Mathe in der Schule habe ich eine 2, nee, eine 3. Verdammt. Ärgere ich mich immer noch, dass ich einen 3er habe. Normalerweise hätte ich einen 2er. Aber ich nehme mir vor, diesen 3er auf dem 1er auszubauen. Bestimmt geil, so ein Einser in Mathe. Ach, sowas sieht man nicht im Nebenzeugnis. Ja, okay, die Steine sind jetzt fertig. Gebrutzelt. Dann mache ich hier die ganzen Steine wieder zu. Ihr habt es erfasst. Zu meinen Lieblingsblöcken, die Steinziegel. Und baue das Ganze hier hin. Zack. Ich möchte hier in diesem Haus mehr Akzente setzen als in unserem alten Haus. Weil das alte Haus sah nicht so besonders gut aus, fand ich persönlich. Wie es ihr fandet, kann ich nicht sagen. Schon wieder eine Maya-Musik. Ey, die Mayas verfolgen mich. Wahrscheinlich, weil wir bei einem Tempel dran sind oder in einem Dschungelbiom. Da lauern die Mayas und spielen mit ihrer Musik. Okay, gleich haben wir die Steine verbraten. Okay, weg damit. So, dann noch das hier hin und dann zack, 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 zack. Alright. Jetzt baue ich mir zwei Türen, einfach mal so zum Vorherbauen, während wir warten, bis die Steine fertig sind. Ach, wir haben noch eine Holzspitzhacke. Naja. Ach, wir haben bereits eine Tür, genau. Die Melonen könnten wir auch noch anpflanzen. Und ich glaube, den Part werde ich jetzt auch gleich beenden. Na, wo haben wir denn das Holz? Holz? Achso, das Holz ist blau, ich vergaß. Hey, Hitler! Die Amis greifen uns an! Oh, verdammt, die Amis! Ah, ich vergaß! Okay, hier baue ich wieder ein Trommeldings ein. Scheiße, das ist... Achso, eine Tür. Ja, kurzer Gedächtnis. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kann man eigentlich Türen stacken? Nein, natürlich nicht. Warum nicht? Das geht doch so nicht. Türen könnte doch man stacken. Türen könnte man doch stacken. Perfektes Deutsch. 1, 2, 3, 4, 5... Ach ja, in Deutsch habe ich übrigens einen 3er. Tendenz zum 4er. Keine Ahnung warum. Wir machen so scheiß Sachen in Deutsch. Das ist echt schlimm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne, das sind 8, okay. 2, 3, 4, 5 und 6. So, jetzt sag. In Deutsch, da machen wir. Da habe ich einen 4er in Deutsch. Wegen so einem Scheißtext, den ich nicht verstanden habe. Wir müssen so TGA schreiben, so einen textgebundenen Aufsatz. Zu einem Text, den ich null verstanden habe. Und ich glaube, den Part muss ich jetzt auch leider beenden. Also in dem Sinne, bis gleich oder bis zum nächsten Part. Ciao!